Den Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute zum dritten Mal über das Mandat Active Fence. Und ich möchte sagen, bei jeder Beratung über dieses Mandat hat sich die Lage in der Türkei und im türkisch-irakischen syrischen Grenzgebiet elementar verändert. Und deswegen ist es bei jeder Beratung sehr notwendig, sorgfältig zu prüfen, ob die Gründe für dieses Mandat noch gegeben sind. Meine Fraktion, wir haben es uns nie einfach gemacht dabei bei dieser Beratung. Ich erinnere mich an die erste Beratung, als genau die Gründe, Herr Staatssekretär, die Sie eben genannt haben, die Bedingungen, unter denen Patriot-Systeme stationiert werden können, die Unterstellung unter den NATO-Oberbefehlshaber, die Unmöglichkeit, in syrischen Luftraum hineinzuwirken, dass diese Gründe für uns elementar sind, dass dieses Mandat auf das beschränkt ist in seiner Möglichkeit, wofür es da sein soll, nämlich die Türkei, unseren Bündnispartner, schützen zu können. Zum Zweiten muss es aber auch darum gehen, jedes Mal neu zu erörtern, ist die Situation der Bedrohung noch so gegeben? Und hier haben wir eine ambivalente Situation vor uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum einen können wir zum Glück feststellen, dass hoffentlich alle Chemiewaffen in Syrien vernichtet worden sind. Dies ist ein großer Fortschritt. Und wir müssen mit Bedauern feststellen, dass es nach wie vor ballistische Waffen in Syrien gibt, die natürlich eine Bedrohung für die Türkei darstellen können. Und wir müssen mit noch größerem Bedauern feststellen können, dass durch das Erstarken des Islamischen Staates eine Situation entstanden ist, die sich für mich persönlich noch verworrener als vor einem Jahr darstellt. Und deswegen kann ich persönlich auch nachempfinden, dass sich der NATO-Bündnispartner Türkei bedroht fühlt und um Hilfe gebeten hat. Herr Staatssekretär, ich würde Ihnen zustimmen, dass Hilfe ersuchen eines Bündnispartners ist eine ernsthafte Angelegenheit, und es darf nur in gewichtigen Gründen und in gewichtigen Fällen dazu kommen, dass man einem solchen Ersuchen nicht nachkommt. Aber genauso, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich feststellen, ein solches Hilfeersuchen entbindet uns ans Parlament nicht, genau hinzusehen und genau zu prüfen, sind die Gründe gegeben. Und es entbindet vor allem die Bundesregierung nicht, darauf hinzuwirken, dass diese Gründe, die es in der Region gibt, dass Bedrohungen entstehen, dass man diese Gründe beenden muss. Es entbindet die Bundesregierung auch nicht davon, mehr humanitäre Hilfe in dieser Region zu leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir einen Bündnispartner unterstützen, dann sollten wir das nicht blind tun. Kritik an der türkischen Regierung an dieser Stelle, sie ist nicht nur gerechtfertigt, nein, im Gegenteil, sie ist sogar geboten. Die türkische Regierung, die Türkei, hat in den letzten 12 Monaten nicht immer eine rühmliche Rolle in diesem Konflikt gespielt. Im Gegenteil, sie ist aus meiner Sicht nicht konsequent genug gegen islamistischen Terror in dieser Region vorgegangen. Sie muss klarstellen, dass es keine direkte und keine indirekte Unterstützung, auch nicht durch Unterlassen von Islamisten, gibt. Und sie muss noch mehr Anstrengungen an den Tag legen, um den Friedensprozess mit den Kurden in dieser Region voranzutreiben, meine Damen und Herren. Und wenn wir über dieses Mandat reden, dann haben wir als Deutscher Bundestag auch eine Verantwortung, gleichwohl wie wir abstimmen, gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die wir in diesen Einsatz entsenden. Ich sage das auch in Gegenwart des Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes, den ich auf der Tribüne begrüßen darf. Durch eine schriftliche Frage von mir an die Bundesregierung ist offenbar geworden, dass wir die Zusage gegenüber Soldatinnen und Soldaten, die sich in einen Auslandseinsatz begeben, dass sie nämlich nach 4 Monaten Dienstzeit im Ausland 20 Monate in Deutschland ihren Dienst tun können, dass wir diese Zusage inzwischen in über einem Drittel der Fälle bei diesem Einsatz nicht einhalten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich fordere deshalb an dieser Stelle die Bundesregierung auf, wenn Sie dieses Mandat in den Bundestag heute hier einbringen, dann sind Sie aufgefordert, alles zu tun, aber wirklich alles zu tun, damit wir gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die diesen Dienst leisten, diese Zusage auch einhalten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Türkei hat uns um Unterstützung gebeten. Diese Bitte müssen wir ernst nehmen, und sie müssen wir genauso ernsthaft prüfen. Wir sollten nur aus gewichtigen Gründen solches Ansehen verwehren. Aber wir können unsere Augen auch nicht vor einer fragwürdigen Politik
und vor der Belastung unserer Soldatinnen und Soldaten verschließen. Mit diesen Prämissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesen Prämissen wird meine Fraktion in die anstehenden Ausschussberatungen zu diesem Mandat gehen und dann in der zweiten und dritten Lesung dieses Mandats ihre Entscheidung treffen. Ich danke Ihnen. Als nächster Redner hat der Kollege Thomas Hitschler das Wort.